Ja, hier ist das Freibad Wiesensee, was natürlich jetzt erstmal geschlossen hat, aber... Wunderbarer Blick aufs Freibad. Ja, schön. Ja. Hemsbach Bergstraße in Baden ganz oben. Ja, hier ist einmal der Blick über den wunderschönen Wiesensee. Weiter geht's. Was es hier alles zu sehen gibt, der Strudel, möchte man nicht reingezogen werden, wenn man beim Baden ist. Und weiter geht's um den See herum. Mal der Blick über den Wiesensee. Ja, da darf man drin schwimmen, man muss aber nicht. Ja, hier ist die Skulptur Dialog und da ist ein umgefallener Baum, der eine Höhle ist. So, und jetzt laufen wir einmal um den Wiesensee bei Hemsbach. Und es gibt immer mal zwischendurch ein paar kurze Videos. Hier das Seehotel. Oh, ja. Schneeglöckchen. Und hier Blick auf den Wiesensee. Ah, hier ist es nicht mehr eingezäunt, da kann man reinhüpfen. Ja, kostenlos. Hüpft man da kostenlos rein und schwimmt einmal darüber. Ins Strandbad und holt sich ein Bier oder eine Cola. Ja, Seeblick. Ja, wunderschön. Mal gucken, dass ich nicht reinfall. Ein weiteres Kunstwerk am See, Müßiggang. Wunderschöner Blick hier über den See. Da hinten ist das Strandbad. Und weiter geht's. Und hier ist dann eine erhöhte Terrasse, wo kannst du zwei Stühle reinsetzen und ein Geländer. Ja. Und da Dohobbe, die in der Dohobbe. Genau. Das ist ein sehr beliebter Spruch. Ja, schön. Da hinten auch jede Menge Wochenendhäuschen am See. Sehr schön. Sehr schön. Hier die Hütchen und im Hintergrund hört man die Autobahn rauschen. Ja gut, die werden irgendeine entsprechende Genehmigung haben, dass sie die bauen durften. In allem schön gemacht und hier Pergola, Geo-Naturpark. Fischwelt im Wiesensee. Einmal Blick über den Wiesensee. Es springt richtig rum. Es hüpft da rum, ja. Das Eichhörnchen. Ja, da oben ist er. So. Kraut Nummer 17. Kraut Nummer 17. Laichkraut. Und Hagelkraut. Yippie! Ja. Na, denkst du, es gibt was? Schwäne am Wiesensee. Ja, auch so kann man seinen Vorgarten dekorieren. Ja,
geht immer noch ein bisschen was. Ja. Oder hier ist so eine Hänge. Ja, wunderbar.